Hallo. Wir sind hier in Briksdalsbree, heißt das hier, glaube ich. Hier gibt es einen Gletscher, den wollen wir jetzt mal erklimmen. Soll eine gute Stunde dauern, bis man da oben ist. Und ja, dieser Wasserfall im Hintergrund ist schon mal gigantisch. Ich weiß, eigentlich soll es zu einem Gletscher gehen, aber dieser Wasserfall ist im Moment eigentlich das Highlight hier, würde ich mal sagen, auf dem Weg. Aber wir haben den Gletscher auch schon ein bisschen gesehen zumindest. Und ich habe gerade hier von unserer Reiseführerin Gabi erfahren, dass ein Ausläufer von dem, wie heißt der, Jooste? Joostedaal. Joostedaal Gletscher ist. Und das ist der größte und mächtigste Europas. Mit antarktischen Ausmaßen. Der größte Schmelzwasserfall. Gletscherwasserfall, wie nennt man das? Keine Ahnung. 10.000 Liter pro Sekunde. Von oben nicht minder beeindruckend. Das Tosen des Gletscherwassers verstummt langsam hinter den Bergen. Und da ist der Gletscher. Kann man vielleicht nicht so richtig gut erkennen jetzt gerade. Weißer Gletscher vor weißem Hintergrund. Das Wetter ist einfach scheiße. Aber er ist da. Und wir gehen da auch noch näher ran, dann könnt ihr ihn auch sehen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so beeindruckend ist, dieser Eisberg. Ich dachte so, so voll Eisberg, so mit Schnee und so, halt dann weißt du, ein ganzes Jahr und so. Aber je näher man kommt, umso beeindruckender ist das wirklich. Schnee und Eis ohne Ende in rauen Mengen. Wenn das jetzt ins Rutschen kommt, dann sind wir echt am. Aber ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Es gibt hier so auf dem Weg nach oben alle paar hundert Meter so Schilder, bis wo der Gletscher mal reicht. Das fängt irgendwo an bei 1700 irgendwas, glaube ich, und endet da unten irgendwo bei 1920. Das heißt, der zieht sich langsam zurück, dieser Gletscher. Insofern sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ist schon echt beeindruckend. Wenn ihr hier in der Ecke seid, das ist jetzt nichts, für das man 2000 Kilometer extra fahren müsste. Aber wenn ihr schon mal hier in der Ecke seid, dann solltet ihr euch das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ganz toll. Bis bald!